Ja, herzlich willkommen zu unserer Informationsveranstaltung, liebe Eltern, die in diesem Jahr einfach mal anders stattfinden muss. Wir haben keinen Informationsabend. Wir sind wie alle anderen Schulen zu einer digitalen Variante übergegangen. Das tut uns allen sehr leid, weil wir den persönlichen Austausch eigentlich viel mehr schätzen und das persönliche Kennenlernen. Aber wir sind guter Dinge, dass wir Ihnen auch hier ausreichend viele Informationen zur Verfügung stellen können. Mein Name ist Andrea Benito. Ich bin die neue Schulleiterin hier an der Sekundarschule in Netphen seit 4 Wochen. Und vorher war ich an der Bertha von Suttner Gesamtschule. Wir sind als Sekundarschule eine Schule des längeren gemeinsamen Lernens. Und in den Klassen 5 und 6 unterrichten wir die Schüler noch alle gemeinsam und gehen erst ab der Klasse 7 in ein differenziertes System. Das wird Ihnen später von Frau Schmidt noch genauer erläutert. An dieser Stelle von mir nur die Information, wir unterrichten nach den Lehrplänen der Gesamtschule und von der Klasse 5 bis 10 haben wir exakt das gleiche System. Unser Vorteil, wir haben kleinere Klassen und kürzere Wege. So, an dieser Stelle übergebe ich schon an Frau Sippel, unsere Abteilungsleiterin 5 bis 7, die Ihnen jetzt Näheres zum Inhalt erklären wird. Ja, hier sehen Sie unsere ehemaligen Fünfer. Die sind letztes Jahr bei uns gestartet und wir haben dieses Bild gewählt, weil es ohne Maske ist, um zu zeigen, wie zufrieden und glücklich die Kinder bei uns angekommen sind. Wir werden auf den Elternabenden oder auch wenn wir in die Grundschulen gehen, von den Kindern ganz oft gefragt, ja, wie läuft das denn bei euch? Welche Fächer habt ihr denn? Wie lange geht denn bei euch die Schule? Deshalb haben wir Ihnen hier exemplarisch einen Stundenplan der Klasse 5a mitgebracht. Da sehen Sie ganz viele Dinge, die Sie von der Grundschule kennen. Die Fächer Deutsch, Mathe, Englisch, Kunst, Musik, alles da, so wie die Kinder das gewohnt sind. Aber bei uns gibt es auch neue Fächer und bei uns läuft auch der Tag schon mal ein bisschen anders. Wir starten jeden Tag morgens um 7.45 Uhr, aber da wir eine Ganztagsschule sind, gibt es bei uns 3 lange Tage. Den Montag, den Mittwoch und den Donnerstag. An diesen Tagen haben die Kinder bis 15.15 Uhr Unterricht. Und an diesen Tagen haben die Kinder die Möglichkeit, hier in der Mittagspause auch ihr Mittagessen bei uns einzunehmen. Das heißt, sie können entweder von zu Hause was mitbringen oder über unsere Mensa verschiedene Essen bestellen. Was bei uns besonders ist, ist, dass wir dienstags, mittwochs und donnerstags morgens in den 5er und 6er Klassen mit einem AST-Band starten. AST bedeutet Arbeitsstunden. Da wir eine Ganztagsschule sind, bekommen die Kinder bei uns keine Hausaufgaben auf. Das heißt natürlich nicht, dass die Kinder mittags nach Hause kommen und ihre Tasche in die Ecke schmeißen und das war's dann. So Sachen wie Vokabellernen, Vorbereitung auf Tests und Klassenarbeiten finden natürlich trotzdem statt. Aber es gibt sonst keine Hausaufgaben, wie die Kinder das von der Grundschule her gewohnt sind. Und in diesen AST, in diesen Arbeitsstunden, bekommen die Kinder Wochenpläne von den Fächern Deutsch, Mathe und Englisch. Dort werden sie auf 3 Niveaustufen Stoff aus dem Unterricht nacharbeiten oder sich auf Klassenarbeiten und andere Themen vorbereiten. In diesen AST-Stunden ist auch immer ein Hauptfachlehrer dabei, sodass die Kinder immer die Möglichkeit haben, nochmal nachzufragen und sich Dinge erklären zu lassen. Dann finden Sie, hier schwarz unterlegt, das Fach GL. GL ist bei uns ein Zusammenschluss aus den Fächern Geschichte, Erdkunde, Politik und neuerdings auch den Wirtschaftswissenschaften. Das bedeutet, dass die Fächer in manchen Jahrgängen ziemlich verzahnt stattfinden, dass also Themen von allen Bereichen, von allen Sichtweisen her beleuchtet werden. Aber es kann auch mal sein, dass in einem Halbjahr der Schwerpunkt auf einem dieser Fächer liegt und im nächsten Halbjahr dann die anderen wieder näher in den Blick genommen werden. Ebenso haben wir unseren Bereich Navi. Navi beinhaltet die Fächer Biologie, Physik und Chemie. Von der Klasse 5 bis 7 gibt es die im Verband, im Navi-Verband. Da werden auch alle Fachbereiche angesprochen. Ab der Klasse 8 werden die Fächer einzeln unterrichtet. Ja, Sie finden hier außerdem unser Förderband, auf das ich gleich noch genauer eingehen werde. Und in unserem Montagnachmittag haben wir unser GA-Band. Da starten wir in Klasse 5 allerdings etwas anders. Da haben wir den Bereich Soziales Lernen, Lernen, Lernen mit auf den Plan genommen. Das heißt, die Kinder werden hier verschiedene Dinge im Bereich des Miteinanders und des Methodentrainings durcharbeiten. Ja, und nach der Klasse 5 startet dann unser GA-Band, unser AG-Bereich, wenn man es so nennen möchte.
indem wir ein vielfältiges, jahrgangsübergreifendes Programm anbieten, stärkenorientiert, dass die Kinder also gucken können, wo habe ich ja, besondere Fähigkeiten, besondere Interessen und sich dort in die Kurse einwählen können. Und wie Sie sehen, wir haben Musikangebote, verschiedene Sportangebote, die dann teilweise auch an Wettkämpfen teilnehmen. Im Informatikraum werden verschiedene Kurse angeboten. Oder auch Kinder, die dann schon mal Hammer und Nagel zur Hand nehmen und Sitzmöbel für unseren Schulhof basteln. Ja, ich habe eben schon anhand des Stundenplans hier darauf hingewiesen, dass wir auch ein Förderband haben. Das Förderband wird in den Klassen 5 und 6 im Band durchgezogen. Das heißt, die Kinder kommen mit unterschiedlichen Voraussetzungen hin. Die Kinder bringen verschiedenste Dinge mit, die sie schon gut können, aber auch Bereiche, in denen sie noch ein bisschen Hilfe und Unterstützung brauchen. Und zu Beginn der Klasse 5 durchlaufen die Kinder Diagnosetests in Mathe und in Deutsch. Und wir schauen dann einfach so, ja, wo stehen die Kinder, was müssen wir da vielleicht dem einen oder anderen nochmal besonders anbieten. In Englisch ziehen wir die Diagnose ins zweite Halbjahr, weil die Kinder doch aus unterschiedlichen Grundschulen kommen und schon mal unterschiedliche Voraussetzungen mitbringen. Und deshalb schauen wir, dass wir im ersten Halbjahr erstmal eine Basis schaffen und dann findet die Testung im zweiten Halbjahr statt. Entsprechend dieser Testergebnisse werden die Kinder in den Förderkurse eingeteilt. Je nachdem, was die Kinder brauchen, kann auch schon mal sein, dass eine Bewegungsförderung dabei ist oder dass wir merken, da sind viele Kinder, die doch nochmal einen ganz anderen Weg brauchen, dann bieten wir auch einen Stärkenförderungskurs an. Ab Klasse 7 geht das Ganze individuell weiter. Da heißt, da versuchen wir Angebote im Montagnachmittag mit reinzunehmen. Wenn ein Kind mal wirklich irgendwo aus dem Takt gekommen ist, dass wir sagen, okay, wir bieten hier mal einen Englischförderkurs an und gucken, dass wir die Kinder wieder mit ins Boot kriegen. Ja, was vielleicht für einige noch wichtig ist, LNS-Förderung im Förderband oder auch anschließend im Montagnachmittag von Klasse 5 bis Klasse 10. Soziales Lernen, Methodentraining, all das versuchen wir den Kindern im Laufe ihrer Schulzeit hier an verschiedenen Stellen mal in Form von Fahrten, mal in Form von Projekten anzubieten und mitzugeben. Mein Name ist Barbara Schmidt, ich bin die didaktische Leiterin bei uns an der Schule und ich möchte Ihnen zunächst einmal etwas zu unserem Kurssystem erzählen. Sie haben schon gehört, unsere Schule arbeitet wie eine Gesamtschule. Im 5. und 6. Schuljahr sind die Kinder im Klassenverband. Ab dem 7. Schuljahr erfolgt zum ersten Mal eine äußere Differenzierung. Kinder wählen sich im Wahlpflichtbereich in verschiedene Fächer ein, je nach ihren Stärken. Dort befindet sich Französisch, Informatik, Darstellen und Gestalten, Arbeitslehre, Technik oder Hauswirtschaft. Dieses Fach ist ein schriftliches Fach und ist abschlussrelevant. In Englisch, Mathe, Deutsch und Chemie werden die Kinder von uns in Grund- und Erweiterungskurse eingeteilt. Die Erweiterungskurse sind wichtig für einen höheren Schulabschluss. Man kann sich so ein bisschen merken, für den Realschulabschluss benötigt man 2 Erweiterungskurse. Für die Qualifikation für die Oberstufe 3. Wir werden auch weiterhin oft gefragt, wie ist das mit der zweiten Fremdsprache in der Schule? Englisch wird als erste Fremdsprache im 5. Schuljahr unterrichtet. Ab dem 7. wäre Französisch möglich, aber ab dem 9. Schuljahr auch noch Spanisch. Und dieses Spanisch müsste in der gymnasialen Oberstufe weitergeführt werden. Mit dem Gymnasium, unserem Kooperationspartner, arbeiten wir da sehr eng zusammen und die Kinder können dort nahtlos weitermachen. Wenn Sie Fragen haben sollten zu dem, was wir Ihnen erzählen, melden Sie sich bei uns. Rufen Sie an, melden Sie uns. Wir kommen sehr gerne mit Ihnen ins Gespräch und erklären Ihnen weiteres zu unserer Schule. Die Abschlüsse. An unserer Schule kann man alle Abschlüsse machen, die man am Ende des 10. Schuljahres erreichen kann. Der Hauptschulabschluss, der Realschulabschluss, die Qualifikation für die gymnasiale Oberstufe. Sie hatten gerade gehört, die Erweiterungskurse sind da ein bisschen ausschlaggebend. 2016 hat die Qualitätsanalyse uns bescheinigt, dass wir eine sehr gute Schule sind, sehr gut arbeiten. Und wir haben uns im Sommer noch einmal genau angeguckt, wie erfolgreich arbeiten wir eigentlich? Wir haben uns den Abschlussjahrgang angeschaut und haben geguckt, mit welchen Empfehlungen sind die Kinder von der Grundschule nach uns gekommen. Wie man dem Schaubild entnehmen kann, es waren gar nicht so wahnsinnig viele, die die Empfehlungen für die gymnasiale Oberstufe haben. Aber wie man sieht, wir haben gesagt, wir fördern die Kinder, wir schauen uns das genau an. Es haben 50% der Kinder einen Abschluss bekommen, mit dem sie die gymnasiale Oberstufe besuchen wollen.
Das nennen wir erfolgreiches Arbeiten und darauf sind wir sehr stolz. Die Kooperation mit dem Gymnasium habe ich gerade schon einmal angesprochen. Wir arbeiten wie eine Gesamtschule, ohne eigene Oberstufe im Haus. Unsere Oberstufe befindet sich am Gymnasium. Mit dem Gymnasium arbeiten wir tatsächlich eng zusammen. Im 10. Schuljahr gehen Kinder von uns mit Kindern des Gymnasiums zusammen in einen Vorbereitungskurs für die gymnasiale Oberstufe in den Fächern Englisch und Mathematik. Dieses wird sehr gerne angenommen und hilft den Kindern sehr, um hinterher in der gymnasialen Oberstufe weiterzumachen. Was wir aber auch nicht vergessen dürfen, es geht nicht nur darum, bei uns an der Schule in die gymnasiale Oberstufe zu wechseln, aber auch. Viele Kinder arbeiten bei uns ganz erfolgreich an ihrem Abschluss, mit dem sie hinterher ins Berufsleben übergehen. Mit unserer Berufsorientierung, wo wir die Kinder sehr nah begleiten, schaffen unsere Schüler alle einen Übergang in die Berufswelt oder in die gymnasiale Oberstufe. Jeder findet einen Anschluss. Schule ist nicht nur Lernen, Schule ist auch Leben. Und eine wichtige Sache dabei sind die Fahrten. Ganz kurz nur angesprochen, im 5. und 6. Schuljahr findet eine Klassenfahrt statt, genauso wie im 8. Schuljahr oder im 10. Schuljahr die Abschlussfahrt. Es gibt aber auch Wahlangebote, wie zum Beispiel ab dem 7. Schuljahr das Skifahren oder im 9. Schuljahr mit den Sprachen, zum Beispiel nach Spanien, England oder nach Frankreich. Ja, Sie sehen hier jetzt, was noch alles ansteht, was kommt, unsere Termine. Der Tag der offenen Tür wird dieses bzw. im Januar ganz anders ausfallen. Wir werden da eine Variante wählen, wo dann tatsächlich nur Eltern kommen können werden und möglichst nach vorheriger Anmeldung. Sollte Ihnen das nicht möglich sein, können Sie natürlich auch so kommen, dann bringen Sie aber bitte etwas Zeit mit, weil wir in kleinen Gruppen durch die Schule führen werden. Die Anmeldezeiten, wenn Sie dann tatsächlich zur Tat schreiten möchten und Ihre Kinder anmelden wollen, sehen Sie hier 12. Februar bis 22. Februar. Auch hier bitten wir um eine vorherige Anmeldung nach Möglichkeit. Wenn das aus welchen Gründen auch immer nicht möglich ist, kommen Sie einfach rein, dann kriegen wir das auch so hin. Wünschen Sie individuelle Beratung? Die Frau Schmidt hat es schon gesagt, rufen Sie uns an, mailen Sie uns, nehmen Sie Kontakt zu uns auf, wir beraten Sie sehr, sehr, sehr gerne. Und dann einen Termin weiter im Jahr, wenn Ihre Kinder dann hier angemeldet sind, dann gibt es ein Kennenlernen, Nachmittag oder Abend am 28.06. ab 18 Uhr, wo wir einfach locker zusammenkommen und uns alle kennenlernen. So, jetzt danke ich Ihnen erst einmal schon mal für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihr wohlwollendes Prüfen unserer Informationen. Sie haben von uns jetzt jede Menge Informationen gekriegt, aber was sagen eigentlich Eltern und Schüler über uns? Ich empfehle diese Schule, weil die Kinder dort, wo sie stehen, abgeholt werden, sie in ihren Stärken gefordert werden, aber auch in ihren Schwächen gefördert werden, um ihren bestmöglichen Abschluss zu erreichen. Wir empfehlen diese Schule, weil unsere Kinder sehr gerne hier hingehen, die Lehrer sehr gut mit den Eltern zusammenarbeiten und die Lehrer miteinander sehr gut zusammenarbeiten. Wir empfehlen diese Schule, weil wir die Lehrer und die anderen Eltern immer als ansprechbar erlebt haben. Probleme werden angepackt, Lösungen gesucht. Jeder ist daran interessiert, das Kind da abzuholen, wo es steht, zu fördern, zu fordern und ja, auf die individuellen Bedürfnisse einzugehen. Ich finde es toll, dass wir eine so gute Gemeinschaft sind. Ich finde es ganz toll in unserer Schule, dass wir gemeinsam Ankommen haben, da es abwechslungsreich ist, als nur Unterricht zu machen.